Hey Leute, ich bin der Bruger und ihr seht hier Projectaface. Ein sehr seltsam klingendes Spiel. Es ist auch ein bisschen seltsam, muss ich sagen, aber auch gleichzeitig sehr charmant. Es wurde von einem einzigen Menschen entwickelt und ist zurzeit im Summer Sale auf Steam für 2,50 Euro. Da dachte ich mir, ich zeige euch das mal. Ist ein Point-and-Click-Adventure, wenn ich es noch nicht gesagt habe. Nun ja. Ich habe selber noch nicht gespielt, deswegen bin ich gespannt, was uns hier Kurioses erwartet. Oh, seht mal, das ist eigentlich ganz nett gezeichnet. Wie gesagt, eine Person. Ein einsamer Projektor sitzt in einem dunklen, vergessenen Dachboden fest. Oder auf einem Dachboden. Da haben wir ihn ja schon. Ah. Okay. Mit seinem neuen Körper konnte der Projektor endlich das tun, wovon er schon immer geträumt hatte. Einen Freund finden. Oh, ist ja nett. Er möchte nur einen Freund finden. Ah, laufen, ja, interagieren, ausrüsten, benutzen und kombinieren. Ah, seht mal, das funktioniert mit zwei Tasten. Das ist immer sehr komfortabel, finde ich. Und Save. Wir haben keine Kombination, von daher bringt das nichts, da rumzuprobieren. Da kann er nichts machen. Okay. Ja, die Treppe nach unten ist über die kleine Lücke. Vielleicht gibt es etwas im Raum, das ihm hilft, hinüberzukommen. Die Gap. Warte mal, das ist doch mal ein Hammer. Vielleicht. Warte mal. Aha, ich hab's mir schon gedacht. Gut, jetzt haben wir hier einen Stock. Das Brett. Warte mal, kann ich vielleicht mit dem Stock an das Brett? Nee, kann er auch nicht. Kann ich die. Ah, die kann ich kombinieren. Super. Damit kriegen wir das Brett und das Brett. Legen wir natürlich hier über den Gap, über die Lücke. So, das war's. Aber der Safe ist auch noch nicht auf. Ach, wie schön. Das erste Rätsel haben wir gelöst. Ihr hört Kinder draußen spielen. Vielleicht wollen sie seine Freunde sein. Ja, vielleicht auch nicht. Oh, guck mal, die Hausnummer 184. Warte mal. Ich kann mir schon denken, dass das die Kombination ist für den Safe. 1, 8. Nein. Nein. Eine muss es sein. Ah, genau das war's. Was? Broken Reel? Ach, eine kaputte Filmrolle und etwas Film. Das ist doch genau richtig für uns, oder? Ja, so. Ach, ich kann es miteinander kombinieren. Oha. Vielleicht kann er durch den Film sprechen. Ah, das... ja, der Film scheint allerdings beschädigt zu sein. Das ist ein interessanter Kniff, wenn das... Warte mal. Ein Häschen. So. Fehlen aber noch ein paar Stücke. Okay, hier gibt's nichts mehr. Nee, das ist eine lustige Idee, wenn ich jetzt durch den Film irgendwie dann einen Hasen projizieren kann oder so. Oh, da ist noch ein Stück. Nee! Die Maus hat's geklaut. Sag mal, wo rennt die denn hin? Wieder oben. Nach oben auf den Dachboden. Ich kann dich sehen. Nein! Gib mir den Film bitte. Los! Ich sehe schon, ich brauche irgendwas, was ihr besser schmeckt als Film. Warte mal. Okay, hier ist nichts. Dann ich gehe mal gucken, was die Kinder da machen. Ach na, warte mal. Die Zahl lag auf dem Boden. Habt ihr das gesehen? Hallo. Ey, guck mal. Das ist echt schön. Selber animiert alles. Ja, Freunde zu finden erweist sich als schwierig, ohne sprechen zu können. Er muss sich beliebt machen, ohne Worte zu nutzen. Gar nicht so leicht. Ne, ich finde das super, Leute. Das hat ein Mensch gemacht. Das ist gar nicht... Das ist bemerkenswert. Finde ich hier. So. Ja, das letzte Stück hat diese freche Ratte. Hier ist ja alles kaputt. Ist echt nicht schön hier. Warte mal, kann ich vielleicht was mit dem... Ne, geht nicht. Der Lunchbox. Ach. Warte mal, mit dem Fleisch kann ich... Na gut, Käse... Wäre ein bisschen, soll ich sagen, also Käse wäre so ein bisschen klischeehafter, dass man Ratten mit Käse fängt. Aber die mögen gar nicht so sehr Käse. Wisst ihr das eigentlich?
Wenn sie die Alternative haben, würden sie, glaube ich, eher Gemüse oder doch auch Fleisch fressen. Echt niedlich. Okay, jetzt haben wir das fertig. Und jetzt kann ich wahrscheinlich ein Häschen abspielen. Dann freuen sich die Kinder. Super. Ist schon mal eine lustige Aufgabe. Ich bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Aber ich sag mal so, habe es neue Augen oder Edna bricht aus? Oh, Schreibmaschinentaste. Die sehen ja auch nicht perfekt aus, aber die sind schön animiert und gezeichnet. Sehr stimmig eben. Muss nicht immer hochglanzmäßig aussehen. Ja, kann ich auch nichts machen. Hallo Kinder. Warte mal. Vielleicht auf dem Felsen. Was? Warum kann ich das auf dem Felsen nicht abspielen? Kann ich irgendwas am Flat Rock machen? Das kann ich doch als Projektionsfläche nehmen, ha? Kann ich daneben irgendwo noch weiter? Nö, will er nicht. Nö. Sagt er nö. Ah. Achso, vielleicht mal mit mir. Ah, ja, ich hab's falsch gemacht. Mit mir und dann mit dem Felsen benutzen. Ein Häschen! Oh. Das wird das. Oh nein, das ist eine Schlange. Ach, das ist ja gemein. Ja, damit mache ich mir bestimmt Freunde bei den Kiddies hier. Oh Mann. Ah! Na, oh. Ja, die schmeißt du mal besser weg, die Filmrolle. Warum hatten die Kinder Angst? Tja. Ne, ich find's lustig bisher. Es ist sehr, sehr nett gemacht alles. Wir haben sogar eine Stadt im Griff. Nehmen wir mit. Eine Mailbox. Ah, ein Seil für den Brunnen. Kann ich da? Nein. Hier kann ich auch nichts machen. Gibt's hier noch irgendeinen? Ja, da gibt's noch einen Weg. Sag mal, was ist das für eine Stadt? Hier ist ja gar nichts mehr. Das ist ja alles total kaputt und verfallen hier. Ziemlich verwahrlost. Ein Schlauch, kann er auch nichts machen. Der Stein? Ah. Ungesendeter Brief. Kannst du dir auch nicht ansehen, ne? Aha, eine Willkommenstürmatte. Und ein Schlüssel. Und da oben sehe ich auch eine Filmrolle übrigens. Kann ich die vielleicht mit dem Stock? Nee, leider nicht. Garage. Sag mal, er macht ja gar nichts selbst. Will ich ja alles für dich machen. Eine Taschenlampe. Schraubenschlüssel. Aufs Dach komme ich auch nicht irgendwie, oder? Nope. Möchte er gar nicht. Ach, das sind noch mehr Kinder. Hey, Kinder. Die hassen mich bestimmt auch gleich, wenn ich ihnen irgendwas Grausames zeige mal wieder. Sie sehen traurig aus. Vielleicht kann ich sie irgendwie aufheitern. Ja, zeige ihnen am besten nochmal, wie ein kuscheliges Häschen gefressen wird. Eine Dreckpfütze. Matsch. Vielleicht hoch ins Baumhaus. Gibt's da noch was Schönes? Oha, das ist ja geräumiger, als es von außen aussieht. Ein Haken. Ah, da muss ich doch bestimmt irgendwas Schweres dranhängen. Warte mal. Oh, eine Batterie, sehr gut. Die packe ich mal in die Taschenlampe. Ja. Ich glaube nicht, dass ich sonst noch was damit machen kann. Der Griff vielleicht. Mit der Wrench? Nein. Ich muss irgendwas an den Haken hängen, dass der Korb hier bleibt. Was, ein Teppich? Ah, da ist ein Stück Film. Sehr gut. Ja, ich muss wahrscheinlich wieder einen Film machen und den Kindern zeigen. Dann freuen sie sich oder auch nicht. Eine Broken Valve. Kann ich das vielleicht mit der Wrench? Nee, auch nicht. Sag mal, was geht denn hier überhaupt, Kerl? Du kannst ja gar nichts. Die Tür einschlagen. Die ist schon auf, eigentlich. Ha.
Wie gesagt, ich habe gerade keine Ahnung. Was? Ah, ich kann die Mülltonne natürlich noch. Ah, alles klar. Noch eine Batterie. Jetzt ist sie voll? Nee, da muss noch eine Batterie rein, oder? Ich glaube, da gehört noch eine Batterie rein. Wir schauen uns mal noch ein bisschen um hier. Warte mal, der Generator, kann ich da vielleicht irgendwas reparieren mit der Wrench? Nein, ich schätze mal nicht. Die Tür geht auch nicht auf. Hier liegt überall Zeug rum, aber ich weiß nicht, was benutzbar ist. Nee, möchte er nicht. Ha. War hier noch was? Nee, da war irgendwas. Tab. Tuch? Möchte auch nicht. Sag mal, was kannst du denn überhaupt? Nö. 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 Ich glaube auch nicht, dass noch hier was übrig ist am Haus, oder? Habe ich da irgendwas übersehen vielleicht? Irgendwas Kleines? Jetzt können wir auch nichts mehr machen. Aber ich finde es ganz nett, wie gesagt. Also ich habe irgendwie auch Lust weiterzuspielen. Nur halt eben für mich, ne? Ihr versteht schon, weil das hier, ich weiß nicht, wie lange es geht. Am Ende habe ich dann, was weiß ich, so 10, 20 Parts? Man weiß ja nicht, ne? Man weiß es nicht. Kann ich mir den wenigstens anschauen? Macht er auch nicht. Ach, warte mal, da ist doch ein Briefkasten gewesen. Vielleicht kann ich ja den Brief reinlegen und dann doch noch wegschicken. Hier. Das wäre zumindest pflichtbewusst. Ja, eine gute Tat getan. Vielleicht sollte ich später zurückkommen. Oder sollte er später zurückkommen. Na gut. Aber was Gutes getan, schätze ich mal. Der Feuerwehrschlauch, der Gartenschlauch, meine ich doch. Okay, er will da nichts. Vielleicht fehlt ja noch was. Seht mal, weil er schüttelt nicht direkt den Kopf. Irgendwas fehlt da mit dem Gartenschlauch noch. Die Garage. Irgendwas muss bei den Jungs noch sein. Ich überlege halt gerade, kann ich da vielleicht den Schraubenschlüssel ranhängen an den Haken oder so? Der hat immerhin unten so eine runde Öffnung. Ha. Irgendwas Schweres da noch hier? Nee. Das funktioniert so, glaube ich, nicht. Oh, die Taschenlampe. Das geht ja. Ein Türknauf. Echt jetzt? Das war wirklich nur... Oh Mann. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Taschenlampe war nicht, um Licht zu machen, sondern wirklich nur, um das Seil zu beschweren. Das ist nett. Ist mal eine andere Art der Rätsel-Herangehensweise. Ich habe mich jetzt auch gefragt, für was ich eine Taschenlampe brauche. So, der Türknauf hier vielleicht? Nein. Na klasse, ich habe schon gedacht, jetzt habe ich hier... Oh! Ach, ich habe ein Stück Film bekommen dafür, dass ich den Brief abgeschickt habe. Das ist ja nett. Wobei, so funktioniert das leider nicht. Warte mal, den Türknauf? Irgendwas benutzen vielleicht? Nee. Nee, also normalerweise werden Briefe nicht aus Briefkästen abgeholt. Da muss man sie schon zu öffentlichen Postkästen bringen. Geht's auch nicht. Vielleicht... Gartenschlauch? Nee. Also es würde zumindest zu den Rätseln passen irgendwie, dass die so ein bisschen ungewöhnlich zu lösen sind. Warte mal. Ist hier irgendwas... Warte mal, vielleicht mit dem Türknauf? Nee. Dreckpfütze. Nee, ich kann da wohl nichts machen. Ich glaube, die Jungs, die reden auch nicht mit mir. Ich muss denen wieder irgendwas zeigen auf dem Projektor. Was? Metal Sheet? Oh, das sehe ich jetzt erst. Warte mal. Eine Metallplatte. Kriege ich die irgendwie runter? Muss ich die entfernen? Nee. Ach Leute, keine Ahnung. Probiert selbst. Ich komme nicht weiter. So schnell geht's. Aber es ist sehr lustig, finde ich. Es sieht nett aus und...
ist eigentlich auch ganz gut animiert. Naja, schreibt mir, was ihr denkt. Ich danke euch schon mal fürs Zusehen und wir sehen uns wieder zu einem anderen Projekt. Bis dann!